Ich rufe auf jetzt den Tagesordnungspunkt 11, Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Verstetigung des Bund-Länder-Hochschulpaktes 2020, Drucksache 19-4602. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Wird dazu das Wort gewünscht? Anscheinend nicht. Anscheinend. Herr Kollege May, bitte schön. Was war das denn jetzt? Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, da ist zwischenzeitlich etwas Unklarheit gewesen, wann der Punkt aufgerufen wird. Aber es ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, denn der Hochschulpakt 2020 ist von immenser Bedeutung für unsere Hochschulen. Der Hochschulpakt 2020 macht etwa 150 Millionen Euro Bundesmittel aus, die wir mit 150 Millionen Euro Landesmitteln kofinanzieren. Sie sehen, das ist ein ganz erheblicher Batzen, der für unsere Hochschulen von unabdingbarer Bedeutung ist. Der Hochschulpakt 2020, er ist seinerzeit begründet worden mit den doppelten Abiturjahrgängen, mit dem Aussetzen der Wehrpflicht. Man ging davon aus, dass man für eine zeitlich begrenzte Dauer mehr Studierende aufnehmen würde. Man ist davon ausgegangen, dass man ein zeitlich begrenztes Phänomen hat, dass man sozusagen einen Studierendenberg bearbeiten müsste und für ein zeitlich begrenztes Phänomen jetzt mehr Studienplätze zur Verfügung stellen müsste. Jetzt ist aber bekannt, dass dieses Phänomen keineswegs nur vorübergehend ist. Und deswegen wird in der Fachwelt auch davon gesprochen, nicht mehr von einem Studierendenberg, sondern von einem Studierendenhochplateau. Und das zeigt schon sehr deutlich, dass wir eben diese Aufgabe über den Tag hinaus haben werden, dass wir dort eine Anschlussregelung brauchen werden. Und von daher ist es jetzt wichtig, dass wir sagen, der Hochschulpakt 2020 muss fortgesetzt werden. Und weil, wie ich schon ausgeführt habe, so viele Mittel daran hängen und die Hochschulen nicht wissen, wie geht es nach 2020 weiter, besteht da eine gewisse Unsicherheit. Wir müssen jetzt die Frage stellen, wollen wir, dass die neu geschaffenen Strukturen, und da reden wir von vielen neu geschaffenen Studienplätzen, von vielen neuen Studiengängen, wollen wir, dass diese Studiengänge weitergeführt werden? Wollen wir, dass diese Strukturen dauerhaft erhalten bleiben? Dann brauchen wir aber auch die Mittel vom Bund. Wir können die Landesmittel, wir können mit Landesmitteln nicht das ausgleichen, was an Bundesmitteln läuft. Es sind ca. 150 Millionen € pro Jahr. Von daher möchten wir heute noch einmal den Appell an den Bund richten. Wir sind bereit, wir erwarten, dass der Hochschulpakt 2020 weitergeführt wird. Wir brauchen jetzt aber auch Bewegung von der Bundesseite. Von daher halten wir es für wichtig, dass heute vom Hessischen Landtag noch einmal der Beschluss gefasst wird, der Appell an die Bundesseite. Wir erwarten, dass der Hochschulpakt 2020 weitergeht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege May. Als nächster Redner spricht nun Kollege Krumbach von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch diesem Antrag werden wir zustimmen. Ich tue das mit einer besonderen Begeisterung, weil der Antrag könnte auch die Überschrift tragen, einstürzende Leuchttürme. Einstürzende Leuchttürme deswegen, weil nicht nur die GRÜNEN auf diesem Antrag stehen, sondern auch die CDU-Fraktion. Ich darf einmal erinnern an die Landtagsdebatten zur Föderalismusdebatte, in der ein hessischer Ministerpräsident voll Begeisterung sagte, und wir brauchen eine strikte Trennung der Finanzierung im Hochschul- und Schulbereich, in dem der Bund nichts zu tun hat, in dem das Land in einem Wettbewerbsföderalismus sozusagen aus eigener Kraft konkurrierend mit anderen Bundesländern agiert. Dieser Mythos ist in sich zusammengebrochen, weil Bildung ist eine Gemeinschaftsaufgabe aller in Deutschland, und genauso muss sie behandelt werden. Wir werden jetzt ja auch jenseits der Frage Hochschulpakt
Schritt für Schritt die Frage der Grundgesetzänderungen eine nach dem anderen haben. Da gibt es noch ein paar Nacharbeitsbedürfnisse für nächste Legislaturperioden. Aber im Kern ist das eine Anstrengung, und es ist irgendwie auch ein Unsinn zu glauben, dass es in einem Land wie der Bundesrepublik, in der es eben unterschiedliche Lebensräume gibt, eine kluge Idee ist, die einen sozusagen Hochschulen finanzieren zu lassen aus knappen Mitteln und die anderen mit Verlaub aus einer gewissen Fülle. Sondern wenn wir gleichwertige Lebensbedingungen haben, ist es auch vernünftig, dass über den Bund sozusagen dafür gesorgt wird, dass es dort einen Ausgleich gibt. Weil es gibt keinen Grund, warum ein Studierender in Hessen für die deutsche Bevölkerung mehr wert sein soll als der Studierende in Mecklenburg-Vorpommern oder welchem Bundesland auch immer. Deswegen können wir diesem Antrag nur zustimmen. Es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, und er löst ein Problem. In der Sache, glaube ich, müssen wir dann noch einmal irgendwann reden, wie es denn weitergehen soll. Weil wir haben eine Debatte im Hochschulbereich, in dem einer der Studienreformelemente plötzlich zur großen Restriktion wird. Sie kennen das ja. In der Frage Masterstudiengänge haben wir Masterstudiengang für Masterstudiengang relativ klare Notenanforderungen, wann jemand ihn aufnehmen kann. Und die spannende Frage, und das muss dann der eine oder andere beantworten, ist, ob wir im Kern tatsächlich wollen, dass es weniger Masterstudienabschlüsse in Deutschland gibt, ja oder nein. Ich stehe auf der Position, das sage ich sehr deutlich, dass jeder, der einen Bachelor abgeschlossen hat, auch die Chance haben muss, einen Master zu machen. Das heißt, dass die Restriktionen, die wir haben, ein Stück aufgeweicht werden müssen. Und wir wissen auch an der Stelle, dass wir über Geld reden. Und ich glaube, dass wir an der Stelle auch sehr bewusst über Geld reden, das auch in allen Bundesländern gleich ist, weil wir sozusagen an Hochqualifizierten eher einen höheren als einen niedrigen Bedarf haben. Und wir müssen als Landespolitiker dafür sorgen, dass das auch passiert. Auch das ist ein Punkt, wo ich denke, dass wir einen Schritt weitergehen müssen. Ja. Und ich sage das sehr offen. Das ist ich fände das gut, wenn wir das hier zusammen hinkriegen, jenseits aller Spitzen über die Vergangenheit. Weil wenn wir gemeinsam. Nee. Weißt du, das ist der Punkt. Die einen sehen das als parlamentarisches Spiel, wo man hier nette Redeschlachten führt, die anderen sehen das als ernsthaftes Projekt. Ernsthaftes Projekt ist, dass wir noch immer in Deutschland in der Situation sind, dass alle Bildungspolitiker zusammen noch nicht in der Lage waren, so viel Geld zu mobilisieren, wie die Bildung braucht. Entschuldigen Sie mal bitte, aber das ist doch ein Punkt, über den müssten wir jenseits der Parteigrenzen uns einig sein. Dieses Land lebt davon, gut ausgebildete Menschen zu haben und immer neue gut ausgebildete Menschen heranwachsen zu sehen. Und wenn wir das nicht gemeinsam auf die Reihe kriegen, dann glaube ich, können wir uns eine ganze Reihe von Detaildebatten sparen, weil dann geht es um die Substanz. Und in der Substanz sind wir gerade dabei, die Zugänge nach oben in den Hochschulbetrieb zu verengen. Und rein volkswirtschaftlich mathematisch, wenn Sie in einem neuen Abschlusssystem dafür sorgen, dass der zweite Abschluss, der bisher tendenziell der Durchschnitt war, deutlich reduziert wird, dann senken Sie das Qualifikationsniveau der Beschäftigten in Deutschland insgesamt. Daran kann keine Industrienation, die auf einer wissensbasierten Gesellschaft aufbaut, ein Interesse haben. Also, glaube ich, haben wir dann gemeinsames Interesse. Allerletzter Punkt. Und da sind wir auch wieder gemeinsam. Wir wollen doch auch, dass der Punkt Anwendungsorientierung ein ganz wichtiger auch im Ausbau der Hochschullandschaft ist. Also sprich die Hochschulen für angewandte Wissenschaft. Da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Kollege May. Und wenn wir es nicht schnell auf die Reihe kriegen, den Anschluss dieses 2020, dann werden wir faktisch einen Teil der Hochschulen für angewandte Wissenschaften kleiner machen. Wir brauchen aber größere. Insofern lohnt es eine gemeinsame Anstrengung, und ich fände es gut, wenn alle Fraktionen diesem Antrag zustimmen würden, so wie wir auch. Vielen Dank, Herr Kollege Krumbach. Als nächster Redner spricht nun Kollege Hahn von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Um es vorab zu sagen, auch die FDP-Fraktion in diesem Hause wird diesem Antrag zustimmen, und dieses auch mit zum Teil großer Freude. Ich will nur noch zu zwei Punkten Stellung nehmen. Der erste Punkt ist, ich verstehe nicht ganz, wir verstehen nicht ganz die Ziffer 4 mit der Verstetigung und die Ziffer 5 mit der Verstetigung, und wir wollen, dass auf alle Fälle es doch alles klar gemacht wird.
Also, dem Hessischen Landtag wurde bei der kursorischen Lesung zum Einzelplan 15 im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017 vorgetragen, bis 2023 werden die Bundes- und Landesmittel in der Summe identisch sein. Der Bund zahlt nachläufig, sodass sich Schwankungen ergeben. Daher werden die Landesraten so angepasst, dass eine gleichmäßige Mittelzufuhr an der Hochschule erfolgt. Ich verstehe Ihre Nervosität nicht. Bis 2023, so jedenfalls die Auskunft des Wissenschaftsministers, ist alles in trockenen Tüchern. Mit den Schwankungen, von denen er gesprochen hat, die jeder von uns, der ein bisschen das Verhältnis zwischen dem Bund und den Ländern schon einmal ausgetestet hat, auch versteht. Also irgendwie den Appell, Herr May, Sie können ja gerne noch einmal kommen, den Sie hier gesagt haben, es muss aber jetzt Klarheit sein, die Auskunft des zuständigen Ministers gegenüber den Abgeordneten des Hauses war eine andere. Und jetzt will ich sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und da bin ich schon ein bisschen überrascht, mit welchem emotionalen Zeigefinger sich der Kollege Grumbach hierher gestellt hat und offensichtlich verstehen will, was wir meinen. Es ist kleinmütig von jedem Mitglied eines Landtages zu glauben, dass es besser ist, dass der Bundestag das regelt. Das ist schlicht kleinmütig. Und Sie, Herr Kollege, sind offensichtlich auch kleinmütig. Und Sie begründen sogar Ihren Kleinmut damit, dass Sie sagen, da sollen doch weniger diejenigen, die knappe Mittel haben, sich da engagieren, sondern die, die aus der Fülle schöpfen. So haben Sie eben zitiert. Wäre es nicht vielleicht klug, und das war der Ansatz von Roland Koch, übrigens auch von mir, das war der Ansatz gewesen, dass man sagt, die Finanzströme, ich weiß nicht, warum Sie jetzt so arrogant grinsen. Sie kapieren es wohl nicht. Die Finanzströme müssen sich ändern. Wenn der Bund dafür nicht zuständig ist, dann darf er auch nicht die Kohle in seine Kasse bekommen. Das war der tiefere Sinn der Föderalismuskommission, dass man sagt, die Aufgabe, to whom it may concern, und das ist nun einmal bei der Bildung in unserem föderalen System zuallererst die Landesebene, und dann bitte aber auch die Kohle, to whom it may concern. Darüber hat es bereits vor 12, 13 Jahren bei der ersten Föderalismuskommission einen heftigen Streit gegeben, den Hans Eichel und ich ausgeführt haben, der mir dann nämlich antwortete, in demselben arroganten Grinsen, lieber Herr Kollege, das wäre das Geld des Bundes. Nein, es ist das Geld der Steuerzahler, und es wird leider in unserer Republik nicht ordentlich verteilt. Und deshalb, ich weiß, dass es immer wieder diskutiert wird. Es wird auch wieder neu in meiner Partei diskutiert. Aber warum haben wir als Landespolitiker nicht die Kleinmütigkeit weglegend, endlich einmal den Mut zu sagen, alles das, was mit Bildung zu tun hat, die Gelder kommen auch zu dem, der für die Bildung zuständig ist, und das sind die Landtage, das sind die Länder, und das ist nicht der Bund. Und damit hätten wir viele Probleme gelöst. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. – Als nächste Rednerin spricht nun Kollegin Wolff von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Annette Schavan hat damals, als der Hochschulpakt gegründet war, gesagt, der Hochschulpakt 2020 ist neben der Exzellenzinitiative ein zentrales Element der gemeinsamen Anstrengungen von Bund und Ländern um Hochschulen um die Hochschulen für Herausforderungen der Zukunft zu rüsten. Das war in eine Situation hineingesprochen, in der wir eine Zahl von Hochschulzugängern hatten, die in schwieriger Weise überhaupt nur zu bewältigen war. Und es war eine riesige Herausforderung, dass wir in Hunderttausender Größe jungen Menschen den Zugang zu Hochschulen und nicht nur den formalen Zugang zu Hochschulen gewährt haben, sondern dass wir die Gebäude bereitgestellt haben, in denen sie lernen können, dass wir die Medien bereitgestellt haben, dass sie nach modernen Kriterien lernen können, und indem wir das Personal um über 20% erweitert haben, damit Qualität in der Ausbildung dieser Studierenden gewährleistet wird und dass das Land einen Fachkräftemangel nicht beklagen muss, noch mehr als er schon ist, sondern auch entsprechend abdecken kann. Das war eine Maßnahme, von der man glaubte, es sei eine Notmaßnahme nur auf Zeit, so wie man das im Übrigen auch in den 70er Jahren, in den 80er und in den 90er Jahren in Wellen immer schon einmal getan hat und wie es dann leider zum Glück, wie auch immer, nicht eingetreten ist.
Es ist aber auch keine rein quantitative Geschichte gewesen, sondern es war die Anstrengung damit verbunden und die Absicht der Länder, und ich sage bewusst der Länder, Herr Kollege Hahn hat recht, der Länder, die Absicht hatten, wir wollen den Anteil natürlich von Studienanfängern insgesamt, aber insbesondere auch an Fachhochschulen, so hießen sie noch, steigern. Wir wollen den Anteil der Studierenden, die MINT-Fächer studieren, steigern. Wir wollen die Qualität hochhalten und noch steigern. Und wir wollen den Anteil des Frauenanteils bei der Besetzung der Professuren steigern. Das waren wesentliche Ansätze dieses Hochschulpaktes. Und daran haben die Landesregierungen, unsere zuvörderst, mitgewirkt. Und daran haben vor allem eben auch die Hochschulen mitgewirkt, die diese zentrale große Aufgabe gestemmt haben in einer sehr beachtlichen Weise, dass wir ja auch durchaus 180 Millionen zu den 170, die wir vom Bund bekommen haben, on top draufgegeben haben als Land Hessen, um das zu stemmen. Meine Damen und Herren, es ist auch im Bereich der Ausstattung eine ganze Menge geschehen. Ich will das aber auch durchaus in den Rahmen dessen stellen, dass wir als Land Hessen diese Ausgaben des Bundes eins auf eins in die Hochschulen gegeben haben und durch eigene Ausgaben getoppt haben. Das haben wir gleichermaßen bei den BAföG-Millionen gemacht, und das unterscheidet uns gerade in diesem Punkt von anderen Ländern, die diese Gelder haben versacken lassen in andere Bereiche und eben nicht in den Bildungs- und schon gar nicht in den Hochschulbereich gesteckt haben. Wir haben das von Anfang an getan. Deswegen ist Hessen in einem vorderen Feld derer, die ihre Hausaufgaben in diesem Feld erfüllt haben. Und ich will durchaus auch das noch einmal stark machen, und da hat der Kollege Hahn auch recht, dass wir nicht diese Fortsetzung und die Verstetigung der HSP 2020-Mittel wünschen, um Eingriffsrechte zentral zu steigern. Im Übrigen glaube ich, Herr Kollege Hahn, dass die Sache wirklich dringlich ist, weil natürlich 2020 das schon ausläuft und nur eine Auslauffinanzierung noch hinten nachkommt. Und wir das bis dahin geklärt haben wollen und wir eine Zuverlässigkeit für die Hochschulen brauchen, damit sie auch Einstellungsverträge machen können. Deswegen ist das bis 2020 schon ein wenig dringlicher. Aber wir wollen natürlich, dass wir als Land auch darüber bestimmen, wo diese Mittel hingehen, dass wir bestimmen, wo die Qualitätskriterien angesetzt werden, dass wir bestimmen wollen mit den Hochschulen gemeinsam, wo eingestellt wird, für welche Akzente wir einstellen und was dann die Kriterien unseres internen Hochschulpakts sein werden, die mit dem anderen unterstützt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube schon, dass unsere Hochschulen nur schwer damit leben können, dass wir Zyklen haben, die natürlich auch überschneidend sind, dass wir jetzt erst nach der Bundestagswahl zu einer Klärung kommen werden. Aber wir brauchen spätestens nach der Bundestagswahl eine Klärung darüber, wie es mit der Hochschulfinanzierung weitergehen kann. Und wir sollten uns auch ein bisschen überlegen bis dahin, ob wir gegebenenfalls auch neue Akzente einführen werden. Ich glaube durchaus, dass es in dem Bereich des dualen Studiums Akzente zu setzen gäbe. In dem Bereich des dualen Studiums Akzente zu setzen gäbe, vielleicht sogar im Berufsschulwesen Akzente zu setzen gäbe, um dort eine Steigerung qualitativer Bildung in Deutschland zu erreichen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wolf. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schalauske von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Es ist jetzt in der Debatte darauf hingewiesen worden, es braucht mehr finanzielle Mittel für die Bildung. Da würde ich dem Kollegen Grumbach deutlich recht geben. Wir müssen insgesamt aus sehr grundsätzlichen Erwägungen, aber auch aus volkswirtschaftlichen Erwägungen viel mehr in Bildung auf allen Ebenen investieren in unserem Land. Wir brauchen aber auch dringend mehr Geld für die Hochschulen. Wir brauchen eine bessere Grundfinanzierung. Wir brauchen mehr Planungssicherheit für die Menschen, die an den Hochschulen und in den Hochschulen arbeiten. Denn wir brauchen
einen Ausbau der Kapazitäten, um die noch immer steigende Zahl der Studierenden bewältigen zu können. Dafür braucht es mehr finanzielle Mittel für die Hochschulen. Das sagen nicht wir, das sagen die Studierendenvertretungen, das sagen die Gewerkschaften und Personalräte, das sagen die Professorinnen und Professoren, das sagen auch die Hochschulpräsidien. Denn das Wachstum der Drittmittelbeiträge, und ich will jetzt nicht noch einmal im Nachgang der Debatte, die wir vorhin geführt haben, es auch problematisieren, welche Schwierigkeiten es gibt, wenn man sich auf Drittmittelfinanzierung verlässt. Wir hatten ja da Diskussionen auch zur Wissenschaftsfreiheit. Ich halte es immer für höchst problematisch, wenn Dritte auch mithilfe von finanziellen Mitteln Einfluss auf die Ziele und Ergebnisse von Wissenschaft und Forschung nehmen können. Da bleibe ich. Aber der Anteil der Drittmittelbeiträge ist enorm gestiegen. Er hat das Wachstum der Grundfinanzierungsbeiträge längst abgehängt. Welche Folgen es hat, wenn Hochschulen durch strukturelle Unterfinanzierung abhängig gemacht werden, das habe ich eben versucht zu sagen. Wir können beobachten, dass die infrastrukturelle Einrichtung an unseren Hochschulen leidet, darunter, dass notwendige langfristige Investitionen in den Bildungsbereich, in Forschungsgeräte, in Lehrmaterialien und in viele andere Bereiche ausbleiben. Und wenn man mit Vertreterinnen und Vertretern an den Hochschulen spricht, dann ist es auch für viele spürbar, dass sich durch die steigende Zahl der Studierenden auch die Arbeitsbedingungen an den Hochschulen erheblich verschlechtert haben. Das heißt, was wir brauchen, ist eine dringend erhöhte langfristige öffentliche Grundfinanzierung für die Hochschulen. Und dabei ist klar, und da will ich denjenigen Rednerinnen und Rednern auch recht geben, die das deutlich gemacht haben, dass der Bund als Geldgeber hier eine wesentliche Rolle spielt. Und deswegen ist es gut, dass die Landesregierung den Hochschulpakt nicht nur fortsetzen, sondern eine dauerhafte Kooperation mit dem Bund verstetigen will. Und wir würden da auch noch weitergehen. Wir wollen langfristig auf die vollständige Aufhebung des Kooperationsverbots zwischen Bund und Land hinarbeiten. Damit aber die Kollegen von der FDP das nicht gleich falsch verstehen, die sich ja hier sehr stark für die Verantwortung der Länder auch stark gemacht haben, wir glauben auch, dass das die Länder nicht aus der Verantwortung entbindet. Die Länder sind weiterhin dafür zuständig, und das Land Hessen ist dafür zuständig, dass es in Hessen eine gut ausgestattete Wissenschaftslandschaft geben muss, dass alle Studieninteressierten einen Studienplatz bekommen. Das betrifft den Bachelorbereich ebenso wie den Masterbereich. Und dass in den Hochschulen eine Atmosphäre herrscht, in denen die freie Entfaltung der Studierenden die Erkenntnis durch unabhängige wissenschaftliche Forschung und Lehre möglich ist. Was fordern wir also? Wir fordern mehr Grundfinanzierung für die Hochschulen durch die Länder. Wir fordern mehr Finanzierung durch den Bund im Rahmen des Hochschulpaktes. Und wir fordern eine langfristige Planungssicherheit für die Hochschulen statt der leidigen Projektitis. Nur so, meine Damen und Herren, kann eine stabile strukturelle Grundlage für die Wissenschaftslandschaft geschaffen werden, in der ein jetzt, wie von mir beschriebenes, forschen- und erkenntnisorientierendes Studierenden möglich ist. Die Verstetigung des Bund-Länder-Hochschulpakts ist deshalb der richtige Weg, sofern er denn finanziell auch gut ausgestattet wird. Bisher war der Hochschulpakt unterfinanziert. Wir brauchen deshalb einen Hochschulpakt, der sich nicht nur strukturell, sondern der sich auch finanziell deutlich verstetigt. Wenn Sie jetzt in Ihrem Antrag schreiben, dass sich die Studierendenzahlen in den nächsten Jahren nicht verringert werden, dann ist doch im Umkehrschluss völlig klar, dass sich die Mittel für die Hochschulen massiv erhöhen müssen, meine Damen und Herren. Und deswegen brauchen wir keinen Hochschulpakt, der in seiner Mittelhöhe stagniert. Nötig wäre eigentlich ein Hochschulpakt, der mit der Verdoppelung mitzieht, welche die Drittmittelbeiträge, eben weil sich der Staat auch ein Stück weit aus seiner Verantwortung gezogen hat, an den deutschen Hochschulen innerhalb der letzten 10 Jahre hingelegt haben. Wir brauchen also einen Hochschulpakt, der mit dieser Verdoppelung, in dem Fall der öffentlichen Mittel, mithält. Meine Damen und Herren, Herr Schalauske, Sie müssen zum Ende kommen. Zum Schluss deswegen, was wir nicht brauchen, ist eine Untertunnelung des Studierendenberges, sondern wir brauchen eine ausreichende Finanzierung der auch langfristig steigenden Studierendenzahlen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege Schalauske. – Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Rhein. Bitte schön, Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, man kann schon sagen, es ist auch aus der Debatte oder in der Debatte sehr deutlich geworden, der Hochschulpakt 2020 ist ein echter Erfolg in der Wissenschaftslandschaft und in der deutschen Wissenschaftspolitik gewesen. Und ist es nach wie vor, das glaube ich, kann man sagen, wenn man sich einmal anschaut, was in dem Zwischenraum oder in der Zwischenzeit geschehen ist. Das glaube ich, kann man sagen im Hinblick darauf, wie schnell durch Bund, Länder gehandelt worden ist. Und insbesondere glaube ich, gilt das, wenn man sich anschaut, in welch hohem Maße, mit welch hohem Engagement insbesondere die Hochschulen mit dem Studierendenaufwuchs, ein furchtbares Wort, ich verwende es aber trotzdem einmal, ein furchtbar technisches Wort, mit dem Studierendenaufwuchs umgegangen sind. Das ist insbesondere eine große Leistung der Hochschulen, wie das geschultert worden ist. Davor habe ich einen wirklich riesigen Respekt. Ich will mich bei dieser Debatte ein bisschen darauf beschränken, vielleicht nur nüchternes Zahlenwerk zu referieren. Und Fakt ist, dass, wenn man sich mal anschaut, sind ab 2008 wirklich die Studienanfängerzahlen durch die Decke gegangen. 2009 wurden bundesweit erstmals deutlich mehr als 400.000 Studienanfängerinnen und Studienanfänger gezählt. 2011 waren es dann erstmals mehr als 500.000. Dazu kommt natürlich auch noch einmal der Einmaleffekt der Aussetzung der Wehrpflicht. Aber seither ist die Marke von 500.000 noch mehrfach übertroffen worden. Und mit dem Hochschulpakt 2020 stand ein Instrument zur Verfügung. Auch das, finde ich, sollte man an einer solchen Stelle hin und wieder einmal hervorheben, was uns in die Lage versetzt hat und was auch die Hochschulen in die Lage versetzt hat, diese Herausforderungen sehr kompetent zu bewältigen. Und auch das sollte man vielleicht sich hin und wieder einmal vergegenwärtigen, wieso die Dinge am Ende dann auch finanziell sich entwickelt haben. Ursprünglich hatte der Bund für die Periode 2007 bis 2010 einschließlich einer Auslauffinanzierung bis 2013 insgesamt 1,1 Milliarden € veranschlagt, davon 75 Millionen € für Hessen. Real hat der Bund in diesem Zeitraum fast 4,2 Milliarden € aufgewandt. Und seit 2012 zahlte er in jedem Jahr mindestens so viel wie ursprünglich für den Pakt geplant. 2016 und 2017 ist es sogar doppelt so viel gewesen. Aber eins, Herr Schalauske, sollte man bei all dem nicht vergessen. Also, das ist ja nicht ein warmer Geldregen aus Berlin oder wo sonst her gewesen, sondern das Gleiche, was ich eben referiert habe, gilt natürlich für die Länder. Die Länder haben exakt die gleiche Leistung erbracht. Auch das will ich an dieser Stelle mindestens die gleiche Leistung erbracht, Frau Wissler, weil Sie ja noch Ihre eigenen Hochschulpakte abgeschlossen haben. 9 Milliarden €, wie Sie wissen, 2016 bis 2020. Das zum Thema Unterfinanzierung. Das halte ich für eine Chimäre. Das ist der größte Hochschulpakt mit dem größten Umfang, der jemals für Hessen vereinbart worden ist. Also, ich glaube, das sollte man vielleicht nicht ganz ausblenden bei den Debatten. Und dann kam die dritte Verwaltungsvereinbarung. Wie gesagt, das ist ein bisschen technisch, was ich Ihnen heute hier vortrage. Dann kam die dritte Verwaltungsvereinbarung vom 11.12.2014, die ist die aktuelle und die nach dem Willen des Bundes, und jetzt kommt das Problem, die abschließende Regelung sein soll, die, und jetzt kommen wir zum Punkt, den der Abg. Hahn vorgetragen hat, müssen wir vielleicht noch einmal auch bilateral über die Zahlen reden, weil ich glaube, dass ein Missverständnis vorliegt. Aber das müssen wir beide noch einmal vielleicht miteinander klären. Die eine Auslauffinanzierung für 2021 bis 2023 einschließt. Und danach sind im Jahre 2020 seitens des Bundes noch einmal über 1,7 Milliarden € aufzuwenden. Davon entfallen 123 Millionen € auf Hessen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Anfängerzahlen der KMK-Vorausberechnungen erreicht werden. Das wissen wir wahrscheinlich Anfang 2018, weil hierzu dann ein Soll-Ist-Abgleich stattfindet. Insgesamt stehen planmäßig während der Laufzeit des aktuellen Hessen-Hochschulpaktes dann rund 1,5 Milliarden € zur Verfügung. Das bedeutet durchschnittlich 300 Millionen € pro Jahr.
Allerdings hier gilt das, was gesagt worden ist. Die Jahresraten sind abnehmend, weil zunächst auch das, was Herr Hahn gesagt hat, zunächst noch mehr Mittel aufgrund von Nachzahlungen aus der Vorperiode zur Verfügung standen. Und jetzt komme ich zu dem, was alle hier gesagt haben. Und ich bin sehr dankbar, dass Sie das so einmütig sehen, weil das auch ein wichtiges Signal natürlich nach Berlin ist. Allen Wissenschaftspolitikern ist doch klar, dass die aktuelle Mittelausstattung der staatlichen Hochschulen nicht reduziert werden kann. Deswegen ist eine Entscheidung über die Verstetigung der Mittel des Hochschulpaktes 2020 dringend erforderlich und muss möglichst bald, allerspätestens kurz nach der Bundestagswahl, getroffen werden. Insoweit können wir, und dafür bin ich sehr dankbar, dass dieses einmütige Signal von Hessen ausgeht, können wir den Bund nur dazu auffordern, eine sinnvolle Regelung, eine sinnvolle Anwendung der Möglichkeiten von Artikel 91b vorzunehmen. Das ist das, was ich im Übrigen bereits bei den Verhandlungen über die Exzellenzinitiative der Bundesministerin vorgetragen habe. Hier wäre der Artikel 91b wirklich sinnvoll anzuwenden. Deswegen bin ich dankbar, dass wir in Hessen, und zwar sehr einmütig, den Bund auffordern, bei den Verhandlungen im Zusammenhang mit den Mitteln des Hochschulpaktes 2020 zum Artikel 91b endlich eine konstruktivere Position zu beziehen. Danke für dieses Signal. Es wird uns in den Verhandlungen immens helfen. Herzlichen Dank. Herr Minister Rhein, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Aussprache abgeschlossen. Der Antrag der Fraktion CDU BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Verstetigung des Bund-Länder-Hochschulpaktes 2020 soll in den Ausschuss. Ja, keiner dagegen? Dann machen wir das so. Wird in den Ausschuss überwiesen.